Ja, da sind wir dann in einem Kriegsgebiet, wo auch immer. Jamal Shai Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Was heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Sehr luxuriös. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ja, wirklich nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ey, jetzt kann ich das sogar, ob die nicht, auch wenn die nicht zusammengekommen sind, einfach, könnte ich den jetzt auch küssen, ey. Ich bin nicht allein. So. Ich habe mich auch gefragt, zuerst mal, was das da ist, aber dann habe ich gesehen, das soll Wasser sein. Das sieht da irgendwie komplett anders aus. Und Jump. Ins Wasser. Und ab geht's zum Ufer. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Na dann. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Und zack. So, jetzt hauen wir hier die Tonnen an und zack. Hä? Was ist da? Zack. Dicke. Zack, den hätten wir auch. Wow, diesmal habe ich es geschafft. Alter, wie geil. Das wollte ich nicht. So. Das macht aber echt keinen. Oh, ja. Das habe ich nicht. Letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Da ist es. Ey, wie lange ich das letzte Mal da gebraucht habe, um da hinzukommen. Alter, ey.
So. Den erledigen wir. Zack. Den auch. Und weiter geht's. Den Typen sieht man aber echt schlecht, oder? So, jetzt nehme ich mal Aiden. Und ersticke! Beide weg. Das Senaki Hotel. So eine Scheiße, dass das nicht weitergeht, ey. Komm und weg mit dir. Sie sind weg. Verbindung herstellen. Zack. So. Er war hier. Muss ich mir jetzt das doch angucken, ey. Ich hätte gedacht, das andere reicht. Eine Ruine. Sie sind bei einer Kathedrale. Da ist eine in der Nähe. Die sollten wir leicht finden. Ach halt. Ich kann ja, kann ich nicht hier rüberspringen? Ja, eben. Zack, komm. So, komm, weiter.
Und hoch. So, da oben steht jetzt einer, aber soweit ich weiß, geht der weg, wenn wir hochklettern. Genau. Genau dann, wenn wir hochklettern, geht der nach vorne. Total realistisch, aber ist ja egal. Muss ja schön geskriptet sein, ne? Ist hier irgendwo noch einer? Zack, der wäre erledigt. Und der auch. Ich versuche das hier jetzt alles ein bisschen schneller zu machen, weil ich kenne das halt schon, ne? Und ja, es kann sein, dass ich dadurch nicht so viel kommentiere. Oh, es hat sogar geklappt ohne. Sterbe und erstick. Und dich auch noch selbst. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Von da drin aus, wo die gerade rausgelaufen sind. Sie waren hier. So, hier liegt eine Karte. Da ist direkt der Standpunkt oder Standort. Angezeigt. Dann ist es sehr gut. Dann können wir nämlich gleich gehen. Ohne noch 20.000 andere Sachen anzugucken. Da hinten ist der Turm. Und laufen wir gleich mal in die Richtung. Mir fällt gerade auf, dass die PS3 echt wirklich extrem laut ist. Also vom Betriebsgeräusch her. Obwohl das Spiel ja installiert ist. So, da liegt ein kleiner Junge. Verletzter kleiner Junge. So, jetzt muss Aiden wieder helfen. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe.
So, besser? Geht wieder, ne? Sahira, anti Sahira, kaifa yumkinaki fa'li zalik? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. So, da haben wir ein paar Gegner.